und der Wiesbadener Glückstag ist ja ein reiner Impulstag. Also einmal, dass wir auch an dem Tag mal wieder auf das Positive, vielleicht auch mal wieder ein bisschen dankbarer für die Dinge, die so selbstverständlich sind. Aber es ist natürlich auch ein Tag für mehr Verbundenheit, Zusammenhalt und auch junge Menschen einmal mit positiven Impulsen stark zu machen. Weil jeder hat natürlich Stolpersteine. Was ist denn so Ihr Impuls für junge Menschen? Also ich würde jungen Menschen raten, ja, ich habe so ein Zitat, ja, wo ich immer drauf zurückkomme, das kommt ja auch irgendwie später, ja, aber ich würde es gerne jetzt schon, ja, einflechten lassen. Aha. Und zwar ist das ein bisschen forsch, aber ich finde, das trifft's, was uns nicht umbringt, macht uns nur stärker. Mhm. Und so nach dem Motto lebe ich auch. Ja. Also es gibt Tiefschläge, es gibt Schicksalsschläge, mhm, die gab es in unserer Familie auch schon zuhauf. Ja. Immer wieder aufstehen, weitermachen. Mhm. Man denkt auch an die Tiefschläge und, mhm, an die Schicksalsschläge oft zurück. Mhm. Aber wenn man immer denkt, guck mal, jetzt kommt auch wieder was Nettes, was Neues. Mhm. Zum Beispiel die Geburt meiner Enkelin, das war dann wieder so ein Punkt. Mhm. Ach, es geht doch immer wieder aufwärts, es kommt immer noch mal was Gutes. Mhm. Und so sollten das die jungen Menschen auch sehen. Mhm. Logischerweise gibt es mal Phasen der Desorientierung, sage ich mal, wo man nicht weiß, ja, was will man eigentlich. Man darf auch mal gammeln, das, aha, gehört auch dazu. Man kann sich auch ruhig ein bisschen Auszeit nehmen und, ja, einfach so mal ins Leben rein den Tag verbringen. Aha. Das geht auch, das muss sich auch jeder mal nehmen. Aber irgendwann sollte man dann wissen, wo es lang geht. Mhm. Und wenn man dann Menschen findet, die einem so ein bisschen unterstützen, ist das gut. Die sollte man immer suchen, mhm, dann findet man die auch. Ich glaube, für die jungen Leute wäre der wichtige Rat, lasst euch nicht beirren und, mhm, lasst euch nicht schuckelig machen von äußeren Umständen. Mhm. Ja, Schule ist wichtig, Noten ist wichtig, Freunde sind wichtig, ja, aber auch da gilt, Erwachsenwerden dazu gehört auch, sich ein Stück von solchen Dingen fernzuhalten oder frei, mhm, zu machen und, mhm, zu sagen, ja, Noten sind wichtig, aber es ist nicht das Wichtigste auf der Welt. Ich würde den jungen Leuten sagen, hört in euch rein. Mhm. Das, was euch am meisten gefällt, das ist das, was ihr am besten könnt und das solltet ihr auch tun. Mhm. Ja. Aber auch da geht es immer um die äußeren Umstände. Wir haben in Wiesbaden 10.000 arme Kinder. Ja. Die können mit solchen Ratschlägen nicht so furchtbar viel anfangen. Ja. Mhm. Das heißt, man braucht auch eine Stadtpolitik, mhm, die sich darum kümmert, dass diese armen Kinder, mhm, einen guten Zugang zu Bildung haben. Ja. Dass man ihnen erklärt, warum Bildung für sie wichtig ist und dass es eine echte Chance für, mhm, sie ist. Ja, ich glaube, Erfolg oder Weiterkommen hat hauptsächlich mit dem Kopf zu tun. Mhm. Es ist etwas... Wenn man wirklich den Willen hat, den eisernen Willen hat, weiterzukommen, mhm, und was zu erreichen, mhm, sich ein Ziel setzt, dann und daran festhält, mhm, das ist ganz wichtig. Und es gibt ja im Leben immer Rückschläge, ja, es geht nie stetig bergauf und es gibt manchmal große Rückschläge, auch die habe ich auch in meinem Leben gehabt, mhm, und wo man denkt, oh Mann, das Ziel, jetzt ist es erst wieder ganz weit weg. Und, aber man muss da... Das ist meine Einstellung, man muss dann da wirklich dabei bleiben und nicht aufhören. Mhm. Das ist ganz wichtig. Also das ist so etwas, dieser eiserne Wille, das, mhm, ist ganz, ganz wichtig. Mhm. Ja. Sich nicht aus dem Konzept bringen lassen, sich auch nicht so sehr abbringen lassen von anderen, ja, von seiner Grundüberzeugung. Mhm. Das ist ganz, ganz wichtig. Mhm. Sich nicht was erzählen lassen von anderen, tu das, mach das, sondern wenn man wirklich von etwas überzeugt ist, diese Strategie dann auch fahren. Den Gandhi mal gesagt hat, wahre Kraft kommt nicht durch körperliche Kraft, sondern durch die Stärke des Willens. Mhm. Und das ist auch ein Motto, das ich habe, glaube ich. Also das für mich, und ich glaube, das würde ich auch jungen Menschen mit auf den Weg geben, sich da durchzubeißen. Nicht immer zu fragen, was bekomme ich, sondern das ist auch ein Thema, das ist heute oft ein Problem. Also ich erlebe das leider öfter, ja, muss, aha, ich auch sagen. Dass junge Menschen immer erst fragen, was bekomme ich denn? Und dann danach richten, was tue ich? Ja. Sondern ruhig erst mal auch in Vorleistung gehen, das kommt zurück. Ja. Ich bin fest davon überzeugt, dass mein Ernst, es kommt zurück. Und das ist ja auch Glückstag, dass man einfach mal wieder den Blick auf das Positive, wo es bei uns rundherum schön ist. Insofern jeder Tipp, jeder Glücks, jeder Kraftort ist vielleicht auch ein Tipp für jemand anders. Also kommen Sie nach Kloppenheim, spazieren Sie durch die Streuobstwiesen, es wird Ihnen gut tun und ja. Ja, wunderbar. Verkosten Sie Apfelwein, heimischen Apfelwein, gibt nichts Besseres, ist gut fürs Herz und gut von Magen. Ihre Impulse für junge Menschen, vielleicht auch auf ihrem nicht einfachen Weg in die Erwachsenenwelt, mhm, was würden Sie ihnen gerne so zurufen?
Ja, ich habe so ein Credo, Ja. was ich immer eigentlich sage, ist jetzt vielleicht ein bisschen trivial, aber ich finde, das ist wichtig und es ist vielleicht nicht allen so präsent. Ich habe früher viele Jahre lang junge Fußballer trainiert, also war Fußballtrainer, Jugendmannschaften zwischen 10 und 18 Jahren. Und das ist ja eine Phase, in der die sich finden und sortieren und überlegen, wohin geht die Reise. Und ich finde es immer wichtig, dass die Reise dahin geht, wo man selbst hin will. Also, dass man nicht fremdbestimmt irgendwie was macht. Also sei es, dass die Lehrer oder die Eltern irgendwie aufoktroyieren wollen, du musst jetzt dieses lernen oder jenes studieren. Das kann durchaus auch mal hilfreich sein, aber in erster Linie sollte man das tun, was einen Spaß macht. Und dann ist man darin auch gut. Also, das ist jetzt vielleicht, wie gesagt, so ein bisschen keine besondere Weisheit, aber ich würde jedem immer raten, klingt jetzt vielleicht auch ein bisschen pathetisch, hör auf dein Herz, aber mach das, was dir Spaß macht und wo du Interessen hast, wo du Neigungen entwickelt hast und dann wird es auch gut. Und dann fängt man an nachzudenken über das Leben. Man hat nur Glück gehabt und jetzt das Pech und dann fängt man an zu glauben. Nicht, dann betet man und glaubt an Gott und alles nur Kirche, Gott, macht mich gesund, ich will ein Großer werden. Und ich muss sagen, das hat so viel geholfen, dass ich gebetet habe und bin denn wirklich noch ein Großer geworden in meinem Beruf, Erfolg als Selbstständiger. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man sich traut, auch in den jungen Jahren, aber eigentlich auch in den späteren Generationen, einfach traut, Entscheidungen zu treffen. Und ich glaube, die jungen Menschen sollten sich trauen, einfach das zu tun, von dem sie überzeugt sind, dass das für sie das Beste ist. Und ich glaube, dann ist das ein wichtiger Impuls, um auch dann das Glück zu finden, von dem man hofft, dass man es hat und sich nicht so sehr immer nur mit dem Wenn und Aber beschäftigen, sondern den Mut haben, Entscheidungen zu treffen aus dem Heute heraus. Und oftmals sind die ersten Entscheidungen, die man trifft, ja auch die richtigen und damit sind sie auch dann die glücklichen. Ich versuche immer, etwas Schönes zu machen, also etwas, was mich begeistert, etwas Freudvolles, weil ich glaube, dass Glück oder glücklich sein, das Glücksgefühl einen weiterbringt. Das, egal, das ist zum Beispiel auch ein Thema, was ich im Moodboard-Buch beschreibe, ist, wenn man das Gefühl hat, das gute Gefühl hat, dass es richtig ist oder es fühlt sich gut an, dann ist man auf seinem richtigen Weg. Ja? Ja, wunderbar. Und hast du einen Glücks- oder Kraftort in Wiesbaden? Ja. Eigentlich zwei. Okay. Also mein Kraftort Nummer eins Ja. ist Schlangenbad, das Thermalfreibad. Wer das nicht weiß, das Wasser wird jeden Tag erneuert, das heißt abends ablaufen lassen am nächsten Tag. Das ist wirklich juvenes Wasser jeden Tag und das ist mein absoluter Kraftort. Und die Nummer zwei ist natürlich das Opelbad gleich hier auf dem Leroberg. Wenn man immer dasselbe macht, muss man sich nicht wundern, dass auch immer dasselbe oder gleiche dabei rauskommt. Also einfach mal was anderes probieren, was Neues probieren. Tja, mein Impuls an junge Menschen, die unbedingt danach streben, ein Abitur machen zu müssen. Leute, tut das nicht. Wir haben einen Fachkräftemangel auf vielen, vielen Ebenen, vor allen Dingen aber im Handwerk. Und ganz vorne ist Dachdeckerhandwerk. Es wird im Handwerk unglaublich gut bezahlt. Man kann sich weiterbilden, man kann sich selbstständig machen, man kann sich oder wird dann in die Handwerksrolle eingetragen, in die Innung. Man hat in einer großen Gemeinschaft, in dem stärksten Wirtschaftszweig dieser Bundesrepublik ein gutes Auskommen und vor allem auch eine gute Verdienstmöglichkeit. Man kann sich gut aufstellen. Ich sage das mal ganz einfach: Es gibt so einen Imagefilm von der Handwerkskammer. Jetzt stellt man sich einfach mal vor, macht mal einen Augenblick die Augen zu und denkt sich jetzt mal das Handwerk weg. Die Folge davon wird sein, wir laufen alle nackt durch den Wald und wissen nicht, wie wir unser Abendbrot fangen müssen, weil wir nicht immer Waffen herstellen können oder Fallen bauen können. Alles um uns herum ist Handwerk. Ob das das Brötchen ist, ob das der Friseur ist, ob das der Schneider ist, ob das nachher das Auto ist und ich sag mal die Mondrakete, die dann irgendwo hinfliegt. Deshalb bin ich sehr stolz, ein Handwerker zu sein. Das ist auch eines meiner großen Ziele, das Handwerk wieder hier in Wiesbaden so zu etablieren, den Platz einzuräumen, den es verdient hat. Denn eine Stadt ohne Handwerk ist eine Stadt ohne Gesicht. Das ist einfach so. Und an junge Leute zu sagen, beißt euch nicht so am Abitur fest, es gibt Möglichkeiten, Geld in der Wirtschaft oder im Handwerk zu verdienen. Die tun sich erst dann auf, wenn man das hinterher kriegt. Ja, das ist ein ganz wunderbarer Impuls. Ich habe auch einen Film letztens gesehen, da stand, die ganze Welt beneidet euch um uns. Und dann,
die Handwerksmeister. So ist es. Die ganze Welt beneidet uns. Das ist eine ganz tolle Aussage. Sollten wir mal drüber nachdenken. Ja, das Glück ist, dass ich die Pole des Lebens erleben kann. Es gibt eine Zeit, wo man feiert, es gibt eine Zeit, wo man traurig sein sollte und muss. Mhm. Und diese beiden Eckpunkte des Lebens, die habe ich zu erleben und auch durchzuhalten und auch diesen Spannungsbogen durchzuhalten. Dass man mit Menschen umgehen kann, die in Trauer sind, denen helfen kann, beistehen kann, aber auf der anderen Seite auch Menschen Freude bringen kann, indem er in die Bütt geht oder sonstige Sachen an Fasnacht macht. Wie in diesem Jahr ist er ganz bekannt als Lukas, der Lokomotivführer. Und was ich auch, wir sind ja beide, haben wir die Klammer, sind ja christlich geprägt. Der Glaube ist ja wahrscheinlich auch ein Stück, was dich trägt. Also es ist ein ganz wichtiges Fundament meines Lebens. Ja. Und ich denke auch meines Handels. Also das ist eine wichtige Sache, die eben als Grundfundament da sein sollte. Sagen wir, den Impulstag als Aufschlag für Glück wieder ins Gespräch zu fangen, zu bringen, statt ewig Missmut zu blasen, ja, finde ich eine tolle Sache. Also ich bin vielleicht auch nicht das beste Beispiel dafür. Bei mir war es einfach so, dass ich eigentlich einen schwachen Start hatte ins Berufsleben. Ich habe ein abgeschlossenes Studium, Volkswirtschaft studiert, habe dann Versicherungen verkauft, aber das lag mir nicht so richtig. Und dann habe ich auch mich 2 Jahre lang so einfach durchgeschleppt, erfolglos, mehr oder minder. An wenigen Tagen konnte ich das im Monat. Die anderen Tage habe ich mich davor gedrückt, wieder in ein neues Geschäft reinzugehen und meinen Spruch aufzusagen. Aber tief drin war ich immer von mir selber überzeugt, dachte, nö, du hast es einfach drin. Aber ich wusste es nicht. Und ich konnte auch bei Leuten, die dann Mitleid auch hatten mit mir und denken, Mensch, du kannst es doch, aber warum zeigst du es nicht so? Habe ich immer gesagt, so, da war ich vielleicht 30, gesagt, mit 40 bin ich Millionär. Und die fingen an zu lachen. Du kannst doch kaum deine Miete zahlen, so war es ja auch. Und und trotzdem war es so. Mit 40 war ich gemacht, ja. Ich habe einfach so an mich geglaubt und gehofft, dass irgendetwas kommt, was mir Spaß macht. Und so war es dann auch. Steck den Kopf nicht in den Sand. Mach den Kopf dick nach vorne. Engagiere dich, such dir ein Projekt, was dir Spaß macht. Vielleicht kannst du über dieses Projekt hier auch in Arbeit kommen oder einen weiteren Weg finden. Ich weiß selbst, wie es als Jugendlicher war, Perspektivlosigkeit und dass da noch viele Stolpersteine waren. Heute ist es natürlich, wir leben in der Wettbewerbsgesellschaft und ganz einfach, motiviert euch und auch wenn es auch mal schlechte Tage gibt, findet Halt bei euren Freunden, in der Familie und wie gesagt, ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Alles ist möglich und auch bei Misserfolgen sind nur kleine Umwege fürs große Ziel. Niemals die eigenen Träume aufgeben, sich niemals beeinflussen lassen von anderen Menschen, an sich selber glauben und einfach weitermachen, auch wenn eine Situation gerade unmöglich und schwierig erscheinen mag. Versäum das kleine Glück nicht, um auf das große Glück zu warten. Das heißt, gib einfach dem Glück einfach die Chance. Manchmal, wir haben das Glück vor unseren Augen, aber wir sehen das Glück leider nicht, weil wir haben ganz große Ziele oder, ja, und das finde ich einfach ein bisschen, ja, traurig. Der Ratschlag wäre, nach jedem Abschnitt, sei es die Schulausbildung, die Berufsausbildung, Studium, ein Wechsel im Beruf, ich würde immer empfehlen, mal einen längeren Break zu machen, eine Pause und da Dinge zu tun, die Spaß machen, einfach sich zu sammeln, sei es jetzt eine Wanderung auf dem Jakobsweg, eine Reise. Sowas finde ich immer ganz, ganz wichtig, dass man einfach aus diesem Stress, aus dem Hamsterrad rauskommt und sich da einfach Gedanken machen. Was ist so dein Impuls? Woraus schöpfst du denn so Kraft dann? Aus dem Basketballspielen, wenn man gewinnt oder so, dann ist das sehr gut. Also dann fühlt sich das gut an und ja, das gibt mir auch Kraft. Ein Stück weit auch Geborgenheit, wie man sich fühlt, was man unter Glück natürlich selbst versteht, das ist für jeden selbst definierbar. Ja. Für mich ist schon Glück, dass meine
Gesundheit, mein Job, mein Leben sozusagen so läuft, wie ich es will. Glück kann man sich auch ein Stück weit erarbeiten. Nicht alles klappt in meinem Leben so, wie man sich das direkt vorstellt, auf Anhieb. Ja. Ja. Und dann kann man sich sein Glück erarbeiten, Schritt für Schritt, Step by Step und immer dem Ziel nach, das Ziel verfolgen und auch wenn es mal über Umwege ist, das Ziel, was man erreichen will, zu erreichen. Also mein Erfolgsrezept oder mein Glücksrezept ist tatsächlich, das, was ich mache, mit Leidenschaft zu machen, das zu finden. Also ist ein guter Hashtag, mach alles mit Leidenschaft. Das Carpe Diem, das habe ich irgendwie verinnerlicht. Ja. Also man soll doch jeden Tag schön nutzen, sich was gönnen, positive Elemente finden und auch eben den Tag so gestalten, dass man abends sagen kann, das hat doch alles wieder ganz gut geklappt oder es war ein glücklicher. Es gibt eigentlich immer eine Lösung. Die Menschheit ist so intelligent und pfiffig, sie kann eigentlich alles meistern, wenn man sich dran setzt. Und ich finde, man erlebt gerade bei vielen Start-up-Unternehmen, Start-up-Jungunternehmern, viel Energie und viel Positives, da kann man sich ein Beispiel nehmen. Also es gibt ein ganz breites Spektrum an spannenden neuen Impulsen und Ideen für neue Unternehmungen und was auch immer. Also eigentlich nie verzagen, immer wieder was Neues probieren oder sich inspirieren lassen bei anderen. Von Herbert Grönemeyer, wo er den Begriff Sekundenglück, ja, die Stille der Gefühle. Und ich würde sagen, Glück ist eigentlich eine Vielfalt von kleinen Momenten, die man allerdings wahrnehmen muss. Man darf, glaube ich, nicht dem Irrtum erliegen, dass Glück ein Dauerzustand wäre. Allerdings muss man dafür auch bereit sein. Und in unserer 24-Stunden-Gesellschaft verlieren wir die Eigenschaft, dem Moment, dem Augenblick eine Chance zu geben, dass er wirken kann, dass er bei uns was bewirkt, etwas auslöst. Und da würde ich sagen, Glück, ja. Ja. Die Stille der Gefühle und dem Moment eine Chance geben. Also probiert viele Sachen aus. Macht nicht nur eins, sondern guckt, was euch gefällt, was euch nicht gefällt. Und somit lernt ihr euch eigentlich besser kennen. Also einfach, dass sie offen durchs Leben gehen. Dass sie das Negative, was der Mensch, auch der junge Mensch natürlich gerne macht, einfach mal streicht. Seid tolerant gegenüber euren Gleichaltrigen, vor allen Dingen auch den Älteren und Jüngeren. Habt offene Ohren, habt offene Augen und versucht einfach was zu bewegen. Für euch selber, in eurem Leben, im Berufsleben und mit allen anderen, mit denen ihr zu tun habt. Glück ist eine gute Gesundheit und ein schlechtes Gedächtnis. Und ich finde, das bringt es genau auf den Punkt, dass wir auf der einen Seite immer daran denken, für uns selber etwas zu tun, indem wir gesund leben. Immer daran denken, das größte Gut, das größte Glück, was wir haben, ist eigentlich eine gute Gesundheit. Aber auf der anderen Seite, gerade im Beruflichen, auch mal bereit sind, irgendetwas zu vergessen. Einfach mal zu sagen, der andere hat das etwas auf den Tisch gelegt, das war jetzt nicht so gut, ich vergesse es einfach. Und diese beiden Sachen miteinander zu verbinden, die führen eigentlich dazu, dass man im Leben gut zurechtkommt, oft glücklich ist, an vielen Tagen das auch beruflich erlebt. Und deshalb zitiere ich diesen Satz von Hemingway immer sehr gerne. Ich glaube auch, man muss einfach sich mal ab und zu Zeit für eigenes Glück nehmen. Im Privaten, der Herr Hammerschlag hat es ja schon gesagt, das größte Gut ist unsere Gesundheit. Oft fällt uns das gar nicht so auf, sondern nur, wenn sie nicht da ist, wenn wir krank sind, dann merken wir einfach, was uns fehlt. Wir Menschen sind soziale Wesen, natürlich auch ich sag mal, der Partner, die Familie, ganz wichtig. Und da liegt auch sehr viel Glück drin. Und das andere, ich glaube, wir suchen immer nach dem großen Glück. Wir rennen dem hinterher. Ich will jetzt nicht sagen, dass das diesen abgedroschenen Spruch, so das Glück liegt in den kleinen Dingen. Aber ich glaube, wir sollten viel, viel bewusster durch den Tag gehen und uns auch abends einfach mal die Fragen stellen. Mensch, was war denn heute schön? Was hat denn gut geklappt? Was hat mir Freude gemacht? Und nicht immer nur, was war denn schlecht? Also wir sollten uns ganz bewusst positive Fragen stellen und auch
dann tatsächlich auch den Tag bewusster leben, um auch die schönen Dinge bewusst zu erfahren. Und, das ist das, was ich gleich gesehen hatte, dass ich da auch mitmachen muss, weil ich tagtäglich immer die schlechten Situationen mitbekomme. Ne? Sei es jetzt von alten Leuten oder von Kindern, die einfach eine gute Achtsamkeit oder eine gute Ansprache brauchen. Ne? Deswegen bin ich bei euch hier. Finde ich gut. Absolut. Also für mich persönlich ist Glück, wenn es mir und vor allen Dingen meiner Familie gut geht. Inklusive den 3 Hunden, die wir haben. Dann bin ich glücklich, wenn alle zufrieden sind abends und alle zusammen sind. Also für mich bedeutet Glück eigentlich im Großen und Ganzen Lachen. Ich bin ein Mensch, der ziemlich viel und ziemlich gern Quatsch macht. Und das mit anderen zu teilen, viel mit anderen zu lachen, die zum Lachen zu bringen, selber zum Lachen gebracht zu werden. Genau, das ist für mich eigentlich so das Wichtigste. Vielen Dank. Gerne.